Kobayashi ist der Pionier in CNC-Servo-Pulverpressen. 1992 wurde die erste Presse entwickelt. Kobayashi baut sehr steife und zuverlässige Maschinen. Diese Maschinen schaffen es, den Pressprozess so zuverlässig und stabil wie möglich wiederholgenau abzubilden. 30 Jahre Erfahrung bringen im Maschinenbau die Eliminierung von Schwachstellen und die Erhöhung der Zuverlässigkeit. Kobayashi-Pressen sind dadurch immens langlebig. Kobayashi ist inhabergeführt und hat etwa 250 Mitarbeiter. Die Größe Kobayashis ist für die Kooperation ein sehr großer Vorteil. Kobayashi geht sehr intensiv auf kundenspezifische Anforderungen ein und nimmt dies als Herausforderung für Entwicklung neuer Technologien an. Kobayashi weiß genau, welche Anforderungen die Presswerkzeuge stellen. Danach eine Presse zu entwickeln, um Steifigkeit, Genauigkeit zu gewährleisten, um dieses Presswerkzeug zu betreiben, ist entscheidend. PPW ist für den Kunden der erste Ansprechpartner, wenn es um ihre Presse und um ihre Presswerkzeuge geht. PPW kann Online-Wartung anbieten. PPW stellt die Verbindung zwischen Japan und dem Kunden her. Installation, Reparaturen werden durch PPW in Zusammenarbeit mit Kobayashi her durchgeführt. Die Möglichkeit, einerseits mechanisch, elektrisch, wie auch anwendungstechnisch Lösungen für den Kunden zu bieten, schaffen einen sehr direkten Draht, um möglichst optimale Lösungen zu erarbeiten. Die servoelektrischen Pressen von Kobayashi haben einen extrem niedrigen Energieverbrauch. Man spricht ausdrücklich über elektrische Energie und Druckluft. Es ist kein Öl im Einsatz. Ja, unsere Kunden haben die Anlagen durchgängig im Produktionsbetrieb und bestätigen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die Kommunikation zwischen Kobayashi, dem Kunden und eben PPW ist ja ausschlaggebend für den gemeinsamen Erfolg. Die Sprache zu verstehen, Land und Leute zu verstehen, ist ohne Frage ein ganz wichtiger Punkt heutzutage. Ja, ich spreche Japanisch, aber ich bin ganz am Anfang. Watashi wa Nippon Shoku to Nihon Pressu ga suki desu. Ich mag japanisches Essen und japanische Pressen.